Hallo, liebe Freunde, hier ist wieder das Promi-Geflüster mit einem Schauspieler, den ihr, ich weiß jetzt nicht, ob man sagt, ob man schon überall kennt. Vielleicht die Bergdoktor-Fans, die schauen aktuell vielleicht ganz genau hin, denn da ist er momentan aktuell zu sehen. Die Rede ist von Frédéric Brossier. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, das Französische. Da gehen seine Wurzeln hin. Ich sage einfach mal Hallo und herzlich willkommen. Grüß dich. Hallo, lieber Frank. Grüß dich. Freut mich, mit dir jetzt reden zu dürfen. Genau, jetzt hier Bergdoktor. Das ist eigentlich so der Hauptanlass, warum wir uns treffen. Denn in der neuen Staffel, in der 17., da gibt es neue Gesichter und unter anderem auch deine Wenigkeit. Ganz genau. Ich habe das Glück, jetzt auch so ein bisschen eintauchen zu dürfen in die Bergdoktorwelt und jetzt erstmal immer mal wieder auf den Bildschirm aufzukreuzen. Ganz genau. Also Frédéric Brossier, französische Wurzeln und in deutsche und aufgewachsen natürlich im Rhein-Main-Gebiet, das haben wir gerade festgestellt. Rüsselsheim, genau. Ganz genau. Also Hesse. Und hast eigentlich wirklich das Ganze von der Pike auf gelernt und sage mal, zu Beginn eigentlich viel auf der Theaterbühne gestanden, gell? Ja, genau. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen. Der Name ist Frédéric Brossier, also ziemlich nah dran. Wenn man auf die Accent aigus besteht, dann ist es eben Frédéric. Und ich bin in Rüsselsheim aufgewachsen, und zwar als Sohn eines Franzosen aus Dijon und meine Mutter aus Hamburg. Deswegen Hessisch war jetzt nicht unbedingt unsere Sprache daheim, aber so ein bisschen habe ich das dann schon auch gelernt. Und während der Schulzeit bin ich zum Theater gekommen. Wir hatten eine wunderbare Theater-AG an der Schule und dann habe ich nicht mehr aufgehört. Okay. Und zum Fernsehen war es ein bisschen später dann. Wann ging es denn so los mit den ersten Rollen, die Gastrollen? Ja, ich glaube, meine erste Fernsehrolle, das müsste 2018 gewesen sein. Das war in der Soko Wismar. Hatte ich 2017, 2018, irgendwie sowas. Dann war erstmal lange nichts, weil ich fest im Ensemble des Hans-Otto-Theaters in Potsdam engagiert war. Und mit Corona hat sich dann ein bisschen was geändert. Also ich war dann seit 2018 war ich freischaffend in Berlin tätig und dann an verschiedenen Theatern in Berlin gespielt. Und mit der Corona-Krise war das erstmal ein harter Cut. Und mir sind dann zwei Produktionen weggebrochen, die wir schon angefangen hatten. Und dann wusste ich auch erstmal wirklich nicht, wohin mit mir. Ich habe mich auf ganz verschiedene Bereiche beworben und war kurz davor, das Handtuch zu werfen, tatsächlich mit der Schauspielerei. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich für die Serie All You Need, die es in der ARD-Mediathek noch zu sehen gibt, gecastet wurde. Und da geht es eben um eine Clique homosexueller Männer in Berlin. Und damit ging es los. Und dann, das war dann so meine erste größere Dreherfahrung, direkt eine Serie und mit so einem spannenden Thema und dann ging ein Schritt nach dem anderen und jetzt bin ich beim Bergdoktor. Genau, All You Need, da doch auch noch ein, zwei Fragen ganz kurz eingeschoben. Erstens mal, gibt es eine Fortsetzung, eine dritte Staffel? Leider nein. Also es gab zwei Staffeln und die dritte Staffel wird jetzt nicht mehr produziert. Okay. Natürlich, war ja das wirklich auch so während der Corona-Zeit, wo ihr da, glaube ich, dann produziert habt. Wie ging sowas dann, wenn man da sich ja wirklich doch eng eventuell oder enge Szenen zieht? Wie ging da sowas vonstatten? Ja, das war natürlich testen. Also wir waren permanent, alle Corona-Auflagen erfüllt natürlich. Ich weiß doch, das Casting war auch ziemlich spannend. Weil zu Corona-Zeiten, beim Casting mussten wir auch 1,5 Meter Abstand halten. Und nun waren es ja auch ziemlich intime Szenen. Und beim Casting haben wir dann auf 1,5 Meter Abstand gecastet und durften uns auch nicht küssen oder sowas. Das heißt, die Produktion ist auch ein ziemlich großes Risiko eingegangen mit uns, weil wir das ja noch nicht beim Casting zeigen konnten. Mhm. Und dann direkt alles beim Dreh ziemlich schnell, ziemlich intim wurde.
Aber wir haben viel getestet und ich weiß auch noch, der erste Drehtag von der zweiten Staffel, da war Corona immer noch präsent, da wurde ich sogar positiv getestet. Und ja, das war ziemlich tragisch, weil ich war hochmotiviert und hatte mega Bock und es war auch gleich eine dramatische Szene, alte Familiengeschichte, die da hochgeholt wurde von meiner Figur. Und ich saß in meinem Trailer, durfte nicht mehr raus, saß da 3 Stunden mit der Annahme, ich habe Corona. Und meine ganze Aufregung und meine Freude ist irgendwie ein bisschen sich zusammengefallen, bis es dann doch hieß, okay, falscher Alarm. Und dann habe ich das natürlich sofort nutzen können und diese krasse Enttäuschung dann eben auch in die Szene mit reinnehmen können. Und die Freude dann auch, also es ist ein Wiedersehen mit einer Person aus der Vergangenheit und die Freude, dass man sich dann wieder sieht, konnte ich dann eben auch gleich an dem Drehtag nutzen mit der Freude, okay, ich bin wieder da und ich darf mitspielen. Sehr gut, sehr gut. Nee, prima. Nee, also war tolle, tolle Serie, kann man sich wirklich anschauen. Also es empfiehlt sich. Und wie du sagst, ARD Mediathek ist es noch abrufbar. Ja. Ja, und jetzt mittlerweile in einer der schönsten Gegenden, wo man sich eigentlich so vorstellen kann. Andere machen dort Urlaub und glaub, da gibt es schon richtige Pilgerwanderungen zum Haus vom Bergdoktor und so weiter. Und ja, in Elmau, da bist du jetzt sozusagen auch gestrandet. Genau, ich bin mega dankbar dafür. Es ist wirklich ein wunderschöner Ort und wie du schon sagtest, andere machen da Urlaub und pilgern dahin. Und ich darf dahin, um dort mit diesen wunderbaren Menschen zu arbeiten. Alles immer in diesem tollen Panorama. Und es ist auch mega schön, eben auch die Fans dann vor Ort zu sehen, wie sie dann eben zur Praxis kommen und uns dann beistehen und auch mal so ein bisschen uns über die Schulter gucken wollen bei der Arbeit. Und das ist einfach eine wunderbare Energie dort. Ja. Du bist ja, glaub, so viel kann man schon sagen. Das ist auch schon ausgestrahlt worden. Du bist jetzt mit der Ronja Feucher sozusagen, also die Tochter vom Bergdoktor, die Lilly Gruber, mit ihr über den Weg gelaufen und ihr habt euch sozusagen angefreundet. Könnte man vorstellen, da wird auch noch ein bisschen mehr erzählt werden über euch beide. Und was kann man sonst zu deiner Rolle sagen? Rettungssanitäter, so viel mal sei gesagt. Genau. Jetzt Also bist du dran. die Serie ist jetzt auch schon, oder Bergdoktor, die ersten paar Folgen sind schon ausgestrahlt worden. Das heißt, ich glaube, ich nehme nichts vorweg, wenn ich sage, meine Figur David Kästner ist anfangs Rettungssanitäter dort im Klinikum. Und dem wird es aber alles ein bisschen zu viel, was er da zu sehen bekommt an Leid und braucht eine Veränderung in seinem Leben. Und lernt eben Lilly Gruber, das Spiel von Ronja Forcher, kennen, im Klinikum, die dort ihr Praktikum macht. Und daraus entsteht eine wunderbare Freundschaft. Und in Lilly findet er eben auch einen Menschen, der ihm zuhört und der ihn versteht. Auch die ganzen Probleme, die dann dieser Beruf dann mit sich bringt. Und da entwickelt sich eben eine tolle Freundschaft und aus der David ziemlich viel Kraft zieht und Inspiration, dann eben auch neue Wege einzuschlagen und sich dann mal bei der Praxis bei Martin Gruber vorstellt. Ja, soweit können wir, glaube ich, schon die Sachen verraten. Soweit haben wir schon mal einen kleinen Einblick bekommen, dass, wie gesagt, hier der David Kästner beim Bergdoktor in der Praxis vorstellig wird. Was jetzt daraus sich weiterentwickelt, ein bisschen Fachwissen, glaube ich, bringt er auch schon mit, oder? Liege ich da verkehrt? Ja, das stimmt natürlich. David bringt natürlich mit seinem Background als Rettungssanitäter einiges an Fachwissen mit, was natürlich auch ein tolles Zusammenspiel dann zwischen dem Bergdoktor und dem David dann möglich macht. Ja, jetzt kann man natürlich spekulieren. Was wird sich da weiterentwickeln? Gibt es einen neuen Bergdoktor oder was wird da Naja, passieren in naher Zukunft? also Bergdoktor, das ist der Hans Siegel, Martin Gruber, das ist die Institution und der bleibt auch der Bergdoktor. Das ist ganz klar. Und wie sich die Rolle des David Kästners dann weiterentwickelt, das bleibt abzuwarten. Ganz genau weiß ich es auch noch nicht. Wir sind natürlich mit dem Autorenteam dann auch ständig im Kontakt und mit den Produzenten.
Aber wie genau das aussieht, ich glaube, da müssen wir uns noch gedulden und können gespannt darauf warten, ja. Also die 17. Staffel, jetzt haben wir, glaube ich, jetzt gerade mal zwei Folgen gesehen. Geht ja noch bis locker bis Ende Februar. Da wird noch viel passieren, denke ich Da wird mal. noch einiges passieren. Allerdings, also es bleibt spannend und ich finde, wir haben auch echt ein tolles Team gehabt jetzt bei dieser Staffel. Ich weiß natürlich nicht, wie es bei den anderen Staffeln war, aber tolle Geschichten und ja, auch was sich dann entwickelt zwischen David Kästner, Martin Gruber, Lilli Gruber. Es bleibt spannend. Bleibt spannend, sehr gut. Jetzt habe ich gesehen im Vorfeld auch, du bist auch ein Motorradfreak, eine Harley, oder? Ist es? Na, Harley ist es nicht ganz. Nee, Ne? Ich nicht habe eine ganz. Kawasaki. Kawasaki, Das ist, okay. aber es mutet an, eine Harley zu sein. Also es ist im Prinzip eine ähnliche Bauart, aber wenn man so will, ist das, das die japanische Nachbaut davon, wenn man so will. Also ein bisschen kostengünstige Variante. Aber ja, ich bin viel unterwegs mit meinem Motorrad. Bin auch schon also mit dieser Maschine über 40.000 Kilometer gefahren, also einmal um die Welt sozusagen. Nee, die Frage war jetzt eher dahingehend, hast du die dann am Drehort dabei gehabt beispielsweise? Und da lässt sich ja bestimmt auch einiges an schönen Fleckchen erkunden, da mit dem Motorrad durch die Berglandschaft. Das stimmt. Das stimmt. Also ich bin auch viel unterwegs gewesen schon mit meinem Motorrad, wie gesagt, und auch durch Österreich nach Italien gefahren beispielsweise. Allerdings hatte ich die Maschine noch nicht am Set dabei. Nein, das hatte ich nicht. Ich fahre ganz normal mit der Bahn eigentlich immer. Okay. Ja, das ist ja der nächste Punkt, gell? Bei den ganzen Filmproduktionen mittlerweile im Abspann steht immer schön mit dran, klimaneutral produziert oder wie auch immer. Dann passt natürlich sowas nicht rein, wenn man da mit dem Auto anreist und so weiter. Da ist die Bahn natürlich schon, hat da schon mehr zu Ja, also sagen. ich meine, meine Maschine ist zwar Baujahr 96 und hat auch einen ordentlichen Verbrauch, aber es wäre, glaube ich, noch voll okay gewesen, mit der Maschine auch mal nach Österreich zu fahren. Aber ist mir dann einfach ein bisschen zu lang für ein paar Drehtage dann runter. Ist klar. Ist klar, mein von Berlin jetzt hier da runter, da ist man doch ein Stück wieder unterwegs. Das Dann stimmt, ja. Und dann ist auch viel Autobahn oftmals und so. Das richtig, ist nicht so. richtig, genau. Nee, klar. Da ist man entspannter mit der Bahn. Das ist richtig, Genau. ganz Und dann genau. komme ich auch sicher an. Ja, Das ist die Hauptsache. genau. Ja, Bergdoktor, wie gesagt, jetzt ist die Ausstrahlung. Das Ganze wurde ja natürlich schön gedreht, wo es Sommer, Sonne, kann man sagen, also wo wirklich schönes Wetter ist. Wie ist es denn jetzt aktuell? Wann geht es wieder los mit den Dreharbeiten, 18. Staffel? Darfst du da schon 18. was, ein bisschen was erzählen? Um ehrlich zu sein, so genau weiß ich es gar nicht. Es wird wahrscheinlich Ende April, Anfang Mai wieder losgehen. Und aber ich meine, ja, wir hatten tolles Wetter mit schönem Sonnenschein und der wilde Kaiser, der sich da in den blauen Himmel erhebt. Also wirklich wunderschön. Wir hatten natürlich auch einiges an Regen und am Ende auch Schnee. Also die letzten Folgen haben wir auch Schnee dabei tatsächlich. Und diese Gegend ist halt immer wunderschön. Also sei es eben mit Sonne, Regen oder auch Schnee. Das ist also im Schnee wird es halt dieses Winter Wonderland. Man kann sich da, glaube ich, immer wunderbar aufhalten. Ja. Aber ich glaube, es geht los wieder so im Mai. April, Mai dürften die Dreharbeiten weitergehen. Im Mai, der April, Mai, also Frühjahr dann. Genau. Richtig. Ja, nee, sind wir ja dann schon wieder gespannt, dann, wenn es dann im Januar 2025 die neuen Folgen dann wieder gibt. Das Aber stimmt. jetzt müssen wir Wahnsinn, ja. uns aber allerdings erstmal auf die aktuelle Staffel konzentrieren, Genau. die natürlich, wie wir schon gesagt haben, bestimmt sehr spannend noch wird. Sei es mit dem Bauernhof, sei es mit der Grubermilch, wie auch immer. Sei es auch im medizinischen Ja. und so weiter. Ja. Ich meine, die Familie Gruber ist natürlich immer für eine Überraschung bereit und was natürlich zwischen Martin und Hans vorgefallen ist, das alles wieder aufzuarbeiten und so, das gibt schon einiges im Familienleben, was da bearbeitet werden muss, ja. Genau. Was steht denn für dich sonst 2024 auf dem Plan? Was gibt's neben dem Bergdoktor sonst noch für Pläne, Also wo mein du drüber nächster sprechen Plan, kannst?
Ja, mein nächster Plan ist jetzt erstmal privater Natur, sage ich mal. Ich werde jetzt in 2 Wochen nach Indonesien reisen, eine Ui. Fernreise. Ja, hatte ich noch nie so weit weggereist und werde dort 2 Tauchscheine machen und eigentlich einen Monat lang täglich tauchen gehen und mir ein bisschen die Gegend angucken um Nusa Penida, Bali und Komodo. Und da freue ich mich sehr drauf auf jeden Fall. Das ist so jetzt für mich das erste größere, was jetzt im Jahr ansteht. Und wie lange bist du da unterwegs dann? Ich bin in Indonesien selber für 31 Tage. Also so einen Monat Einen lang. guten Ja. Monat. Sehr gut, richtiger Abenteurer, oder? Ja, also ich genieße es sehr und ich hatte auch schon einige Produktionen, die mich ins Ausland geführt haben, sei es auf die Kanarischen Inseln, die Kapverden, also dann Dreharbeiten oder auch, ich habe jetzt letztes Jahr im September war ich in Schweden für einen Monat, da habe ich einen Inga Lindström gedreht, das Flüstern der Pferde. Das wird dann im Frühjahr diesen Jahres erscheinen. Und das war natürlich auch, wenn man dann im Sommer in Schweden ist und dieses Glitzerwasser da hat, was man eben aus Inga Lindström kennt und es wirklich so aussieht. Das ist schon sehr bezaubernd und hatten auch ein wundervolles Team, mit dem ich da arbeiten durfte. Und die freie Zeit habe ich dann halt genutzt, um entweder mit dem Fahrrad die Natur zu erkunden oder mit dem Kanu mal durch die Gegend zu paddeln. Und das ist schon wirklich ein Privileg, würde ich sagen, dass mir die Arbeit ermöglicht, so viel rumzukommen und dass ich mir dann eben die Zeit nehme, auch immer die Natur und die Kultur vor Ort dann kennenzulernen. Ja, sehr schön, sehr interessant. Und vor allen Dingen kann man jetzt sagen, jetzt zu Land, zu Wasser und in der Luft. Also, wenn ich so gesehen habe, Fallschirmspringen ist dein Ding. Jetzt kommt noch der Tauchschein hinzu. Also, was gibt es dann noch für eine Steigerung? Oh, da gibt es noch einiges. Da gibt es noch einiges, was ich auf jeden Fall machen will. Sei es Kitesurfen oder sowas. Aber ja, es stimmt. Ich bin jetzt erstmal in die Lüfte gegangen. Dann natürlich beim Fallschirmspringen. Dann fliegt man auf 4000 Meter Höhe. Springt dann runter mit seinen Schirmen. Und das ja, mega Spaß. Und jetzt geht es erstmal in die Tiefe. Nicht ganz so tief. Ich bin jetzt kein Tiefseeforscher. Aber genau, also ich glaube, die Extreme, das liegt mir schon. Und aber ja, es gibt noch viel zu entdecken auf jeden Fall und viel auszuprobieren. Und mal gucken, wo es mich noch hintreibt und wozu mich wer inspiriert. Genau, da bin ich ziemlich offen für. Das nächste, die große, das ganz große nach oben wäre dann das Weltall noch, oder? Also, wenn sich mir die Möglichkeit bietet, ich sag nicht nein. Also, mal gucken. Aus dem Weltall, da sieht unsere Erde doch relativ klein aus und man muss eigentlich dann wirklich denken, wie schön unser Planet doch ist und dass man ihn da wirklich doch ein bisschen mehr schützen sollte. Mal sehen, wie es der Menschheit weiterhin gelingt. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, alles Leben auf dieser Erde ist schützenswert und ich bin auch Mitglied bei Organisationen wie Greenpeace beispielsweise. Und ja, es gibt so viel zu entdecken und also ich glaube, nichts fasziniert mich so sehr wie die Vielfalt der Natur. Auf alle Fälle, genau. Nee, und da muss man wirklich dran denken. Wir haben nur diesen einen Planeten und den müssen wir entsprechend Ja, und ich schützen. sag mal so, ne, mit einer Serie wie der Bergdoktor, natürlich lebt die auch von den Außenbildaufnahmen. Also eben genau diese Schönheit der Natur zu zeigen und wie mit dem Gruberhof dann die Menschen auch damit im Einklang leben und dass das möglich ist. Und da immer wieder auch dran zu erinnern, nach dem Motto, ey Leute, guckt mal, wie schön es hier ist. Lasst uns das bewahren. Ganz genau, ganz genau. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Ausblick gehabt, was du 2024 so machst und mit der Weltreise oder zumindest Ja. nach Indonesien, genau. Weltreise ist es noch nicht ganz. Die kommt irgendwann auch noch, oder? Ja, wenn die Zeit es hergibt, dann auf jeden Fall. Ja.
genieße es auf alle Fälle. Du hast ja alles noch wirklich vor dir und vielleicht ist es auch verbunden mit irgendwelchen Dreharbeiten. Und dann kann man zwei Fliegen mit einer Klappe gleichschlagen. Ne? Ja, das wäre schön, auf jeden Fall. Ja. Ja, und es gibt auch noch ein paar internationale Projekte, die ausstehen, aber das ist noch nicht ganz spruchreif. Ich habe beispielsweise jetzt auch für den amerikanischen Markt was für den Hallmark Channel. Und zwar ein Film, der heißt Heidelberg Holiday, wo auch Rebecca Emanuel mitspielt. Okay. Genau, okay. Also auch ein bekanntes Bergdoktor-Gesicht, die in dem Film Heidelberg Holiday meine Mutter spielt, tatsächlich. Aha. Und das war natürlich spannend, dass wir uns jetzt beim Bergdoktor-Set dann wieder getroffen haben und uns schon kannten. Und genau, das ist eine amerikanische Liebeskomödie, die wir dann in Heidelberg gedreht haben und auch in Serbien, in Belgrad. Und das natürlich, ja, dass ich dann überall hinreisen darf und dort Einblicke eben bekomme, ist echt ein Geschenk. Fürs Theater, da wird es jetzt erstmal nichts mehr passieren, oder? Ja, wer weiß. Also es ist halt ein bisschen eng dann mit den Dreharbeiten. Beim Theater ist man dann echt immer eine Weile geblockt. Und deswegen fokussiere ich mich im Moment mehr aufs Dreharbeiten und eventuell Kino und mal schauen, was dabei rumkommt. Okay. Ist natürlich immer jetzt auch so eine spannende Frage und so eine allgemeine Frage, aber was wären so für Rollen, die dich reizen würden, wo du wirklich dich mal deinen Charakter mal richtig ausleben kannst? Da gibt es ein paar tatsächlich. Um eine zu nennen. Es gibt eine wunderbare Produktion, die man, ich glaube, mittlerweile auch auf Netflix sehen kann, aber ursprünglich auch vom ARD produziert ist oder auch auf der ARD-Mediathek sichtbar ist, und zwar heißt das Parlament. Okay. Das ist im Prinzip eine Serie über das EU-Parlament. Die ist mega skurril, also ziemlich lustig gestaltet, aber hat auch immer wieder erklärende Momente, hat wunderbare Figuren und wenn man es im Original guckt, eben auch vier Sprachen, die da gängig miteinander gesprochen werden. Und zwar ist es Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch. Und das sind alles Sprachen, die ich auch beherrsche. Und deswegen fand ich die Serie genial und da würde ich gerne mitspielen beispielsweise. Okay. Ja. Apropos Französisch, für einen Film oder für Produktionen in Frankreich hat es noch nicht gereicht. Habe ich mich nicht so wirklich drum gekümmert, um ehrlich zu sein. Also ich hatte schon mal Castings, aber das hat dann nicht geklappt. Und genau, jetzt letztens, also ich mache auch viel Synchron in Berlin. Okay. Und wenn ich hier bin, und deswegen gab es jetzt auch ein Angebot aus Frankreich, aber die haben ein anderes System mit dem Bon Ritmo. Das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, glaube ich, in der für die Synchronwelt. Aber, nee, hat noch nicht geklappt. Mal gucken. Aber ich hätte richtig Bock, mal auf Französisch auch zu spielen. Weil ich glaube, das ist nochmal was anderes. Hat man andere Verbindungen eben zu der Sprache und genau, was dann so Synchronsprechen. Synchronsprechen ist auch ein gutes Stichwort. Fällt mir auch gerade ein, das hatte ich neulich auch mal mit jemandem diskutiert. Siehst du Gefahr drin, dass KI Synchronsprechen vielleicht ein bisschen aussterben lässt? Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das bezweifle ich gar nicht wirklich, weil die KI ziemlich gut das machen kann. Und vor allem kann sie etwas, was der Schauspieler oder die Schauspielerin nicht kann. Und zwar einfach die gleiche Stimmfarbe wie das Original nutzen. Und die kann auch die Lippenbewegungen anpassen, wie sie es braucht. Und das eben so ein Bild, bisschen in das Bild eingreifen. Und deswegen. Also es ist jetzt ein bisschen vielleicht pessimistisch Zukunftsblick, aber ich glaube, die KI wird da auf jeden Fall Großteile übernehmen. Und natürlich gibt es aber wunderbare SynchronschauspielerInnen, die so viel Leben dem Produkt dann letztendlich geben, dass es traurig wäre, das aufzugeben. Und wir haben in Deutschland wirklich eine ziemlich gute Synchronlandschaft. Also das sind sehr professionelle Leute, die da arbeiten. Aber KI ist auf jeden Fall sehr ernst zu nehmen und wird, glaube ich, viele Teile übernehmen. Ja, ich glaube, ein ganz tolles Beispiel ist Pumuckl gewesen jetzt. Ah ja? Ja, ich meine, die haben ja die Stimme vom Hans Klarin da irgendwo wieder ins Leben gerufen oder zurückgeholt. Ja.
Ah, spannend, wusste ich gar nicht. Ja, schau an. Also ja, genau, da kann man eben so viel mitmachen und wer weiß, wo da die Grenzen gesetzt sind, ja. Irgendwo erschreckend, oder? Erschreckend einerseits, aber andererseits, ja gut, Leben heißt Veränderung, sagte der Stein zum Schmetterling und flog davon. Naja, es ist einfach gerade, KI kommt auf und es wird viele Bereiche verändern, auch eben im Bereich Definitiv. Schauspiel. Und dann muss man gucken, wie man sich anpasst. Ganz klar. Ja, jetzt, wenn man noch ein bisschen über dich mehr wissen möchte, Social Media ist jetzt natürlich auch das gute Stichwort. Wo bist du da zu finden? Wo kann man über dich vielleicht ein bisschen am Leben sozusagen, dein Leben ein bisschen zum Mitverfolgen? Gute Frage. Social Media bin ich nicht sehr aktiv. Okay. Also ich glaube, wenn man mein Leben mitverfolgen will, dann muss man mit mir befreundet sein. Aber es ist etwas, dem ich mich dann auch in diesem Jahr vielleicht ein bisschen mehr annehmen will. Ich habe das ganz gern, auch mein Privatleben privat zu halten, so. Aber klar. Ich glaube, da muss noch ein bisschen was passieren, wenn man bei mir auf Instagram geht, was so mein einziger Zugang zu Social Media ist. Da ist es doch recht spärlich. Und mal gucken. Also es ist auf jeden Fall ausbaufähig, viel Luft nach oben. Und mal gucken, wie ich mich dieses Jahr damit, ja, wie sich das entwickelt. Mal gucken. Ja, da sind wir mal gespannt. Genau. Ansonsten einfach mal den Namen eingeben. Da sieht man doch schon mal die ersten Bilder. Und ich denke mal, durch den Bergdoktor, da wird sich dann doch bestimmt das eine oder andere auch noch weiterentwickeln. Ja, auf jeden Fall. Und ja, das Ding ist, ich halte so ungern die Kamera drauf. Also ich bin dann derjenige, der halt vor der Kamera steht, aber ich habe auch das Gefühl, ich bin nicht sehr begabt darin, jetzt Fotos zu machen und so. Und immer wenn es irgendwie im Freundeskreis heißt, ey, mach mal ein Foto, dann gebe ich die Kamera gerne weiter. Und nee, ich genieße eher den Moment und mag da weniger den Filter, der mich da eben so ein bisschen trennt. Alles klar, super. Wie dem auch sei, wie gesagt, einschalten donnerstags 20:15 Uhr. 20:15 Uhr im ZDF oder auch in der Mediathek, wenn man mal Lust hat Genau. zu binge-watchen. Und vor allem auch in der Mediathek ist es ja immer eine Woche schon vorher sichtbar. Das heißt, wenn man es nicht mehr aushält und wissen will, wie es weitergeht, dann kann man schon mal in der Mediathek vorbeischauen. So ist es, ganz genau. Und ich denke mal, die eingefleischten Bergdoktor-Fans, die wissen das eh. Also, super. Dann sage ich recht herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und hier ein bisschen Auskunft gegeben hast. Wir können gerne mal eine Fortsetzung machen. Und den Zuschauern herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schlusswort richte ich jetzt an dich, das darfst du. Ich bedanke mich bei dir, lieber Frank. Hat mir Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ich wünsche euch allen ein wundervolles neues Jahr mit ganz vielen spannenden Momenten und Entdeckungen. Und wir sehen uns. Bis dahin, alles Liebe. Ciao. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.